Klaus. Ja, Gerrit. Sag mal, lieber ohne Maske. Ich meine, ja, ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob wir die Leute vielleicht anstecken, die uns jetzt zusehen. Virtuell anstecken. Nein, ja, also wir können sie jetzt ablassen. Wir lassen die Maske ab. Wir sind jetzt hier unter uns. Aber damit sieht man schon, es ist eine Aufnahme, die nicht mit Publikum stattfindet. Nee, leider. Wir hätten es so gerne gemacht. Ja, wirklich gerne. Weil es natürlich auch mit Publikum viel schicker ist. Ja, genau. Mozart zum Kugeln heißt unser Programm. Ja, und da braucht man auch das Publikum, das sich kugelt. Das sich kugelt vor Lachen. Ja, das wollen wir behaupten, dass sie sich kugeln. Mozart zum Kugeln. Ich habe 8 Komponisten von Bach bis Debussy ein bisschen karikiert. Ich habe mir so ihre Schwächen ausgesucht, da ein bisschen karikiert. Und du? Ich habe Stücke ausgesucht, die jeweils passen. Nicht zu deinen Gedichten, aber die für mich sozusagen die Komponisten gut präsentieren. Also manchmal auch etwas vielleicht nicht so dem Publikum geläufig ist. Bei Mozart zum Beispiel ein ganz frühes Stück, was kaum jemand kennt. Wunderbar. Also so ein bisschen... Auch so ein bisschen zur Kugel, ein bisschen so wie du auch die besonderen Kleinigkeiten herausarbeitest, so machen wir das ganz lebendig. So machen wir das. Und wir fangen an. Naja. Ja, mit wem? Mit dem Altvater. Mit dem Altvater Bach. Mit Bach. Müssen wir. Auf einem modernen Flügel, weil ich noch kein Cembalo habe, aber Bach kann man eigentlich mit allem spielen. War ja wundervoll, Gerrit. Johann Sebastian Bach, der Befugte. Der Herr Johann Sebastian war von Musik besessen. Uns schenkte der Barocktitan Präludien, Arien, Messen. Auch Oratorien, Fantasien schrieb dieser Himmelsstreber und alle Welt bewundert ihn als 1a Fugen. Kleber. Die Fuge ließ den Bach nicht ruhen, so fugte selbst beim Bad er. Nein, nicht wie Fliesenleger tun, nein, viel, viel akkurater. Spaltenvisionär, der durch und durch befugte, wenn unter einer Fuge her mal ein Motettchen lugte, schliff er es weg, behutsam zwar, doch immer etwas grimmig, bis seine Fuge fügsam war und kontrapunktisch stimmig. Sein Leben fügte polyphon sich zu recht langer Dauer, glatt war die Exposition, die Durchführung oft rauer. Er war befugt als Organist, doch sein Gehalt zum Grausen, auch war schon mal die Orgel Mist, zum Beispiel in Mühlhausen. So fugte er für viele Herren in Lübeck, Arnstadt, Leipzig
Und seine Anna sagte gern: Mensch, Basti, übertreib's nicht. Denn eins kann man mit Fug und Recht behaupten und belegen. Als Ehemann tat er nicht schlecht, gefügig sich bewegen. Bei seinen beiden Ehefrauen kam er wohl oft zum Zuge. Und so gelang voll Gottvertrauen Toccata, tja, und Fuge. Das brachte 20 Kinder ihm, fast jedes Jahr ein Brüller. War nicht gerade so blieb intim der große Fugenfüller. Wohl temperiert find die Passion ich nicht, muss ich bekennen. Wollen wir Bachs Leben monophon nicht Kunst der Fuge nennen? Sehr schöner Bach. Und du machst jetzt? Jetzt gehen wir zu Mozart. Mozart. Also der genau. Uns den Titel mit inspiriert hat. Mozart zum Kugel. Genau, und ein Kugelstück sozusagen, eins, ja, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Er war ganz jung, er war auf der Rückreise von England, ein Steppke von vielleicht 8 Jahren, 9 Jahren, 10 Jahren, so ungefähr. Und er hat ein Stück gespielt und wir wissen, dass er das in Zürich gespielt hat, in der Zunfthalle. Da war er eingeladen und vorher hat er in England die ersten Klaviere kennengelernt, die er hinterher wieder vergessen durfte, weil es in Salzburg kein Klavier gab. Aber ich habe so ein altes Klavier aus England und da werde ich ein Mozart-Stück spielen zum Kugeln. Wunderbar. Das hören wir jetzt. So, ja, das ist er. Das ist er. Was man hier nicht sehen kann, das sind seine Ohren. Doch man kann sie etwas sehen. Unter diesen unteren Locken kommen sie hervor. Ja, sie sind, glaube ich, größer gewesen. Denn mein Gedicht bezieht sich auf Mozarts absolutes Gehör. Mozarts göttliches Gehör. Der Wolfherr hatte ein Gehör, das nicht nur gut war, er hatte eins, das völlig absolut war. Er war als Baby schon damit begnadet, drum wurden seine Ohren jeden Tag gebadet von seiner Mutter und er hörte damals schon, wenn sie verstimmt war, sei es um einen halben Ton. Auch hörte er, was Muttern oft verdross, wenn gegen 11 Uhr ihr die Milch einschoss. Dann hat er auch gleich hungrig losgeheult. Na klar, in Melodien, sehr harmonisch ausgefeilt. Hätte er, wie's Babys tun, nur laut gebrüllt, hätt's ganz bestimmt den Hörnerv ihm zerknüllt. Er hörte Nannerln Pusteblumen pusten, er hörte, ist ja klar, die Flöhe husten, die, ja, es gab tatsächlich sie in Schar, in Mozarts feuchter Wohnung meist erkältet waren, doch sie erholten sich, die Biester waren klug, in der gepuderten Perücke, die der Wolfgang trug.
Der hört in den Dielen nachts die Schaben, Schaben. Ja, selbst den Maulwurf hört er im Graben, Graben. Kann sagen, dass all dies Mozart der inspiriert hat, dass er als Kind schon komponiert und präsentiert hat. In London und Paris zwang er gehobene Schichten, mal ihrerseits die müden Lauscher aufzurichten. Und immer wieder trieb der Vater ihn bis zum Erschlaffen. Sein Wolfherr sollte sich noch mehr Gehör verschaffen, zum Beispiel in Italien. Prompt hörte er in Rom Engel im Himmel singen über Petersdom. Auch hörte er was läuten, nur vom Hören sagen. Papst Clemens wollte ihn sakral zum Ritter schlagen. Ein Schlag mit Folgen, denn der Wolfvergang spürte jäh Gottes Gehörgang sich entfalten unterm Zopftoupet. Zum Dank gewann er unseren Herrn so lieb, dass er rasch messend ja und ellenlange Opern schrieb. Es lohnt sich, Leute, mal darüber nachzudenken, wie konnte Mozart so ein Riesenwerk uns schenken? Nun, der Gehörgang Gottes tat sich auf beim Lauschen. So hörte Wolfgang Melodien aus leisem Blätterrauschen, aus jedem Wellenschlag, aus dem Gesirr der Mücken, beim eigenen Zähneklappern und dem Pups beim Bücken. Nur, dass er auch das Gras fast täglich wachsen hörte, vertrug er nicht, weil dies Geräusch ihn ziemlich störte. Mein Fazit: Mozart schenkt den Ohren ach so schöne, seraische Entführungen und Zauberflötentöne. So prall wie eine Hochzeit findet auch mein Figaro. Und Musiker wie Gerrit macht das ganz Fidelio. Fidelio ist nicht von Mozart, ist von Ludwig van? Sieh mal einer an. So, Gerrit, und jetzt? Na, also von Mozart ist ja der nächste Schritt zu Beethoven. Ganz nah. Dem Armen, der sein ganzes Geburtstagsjahr wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Ja, genau. 250 Jahre, jetzt kommenden Donnerstag, ist sein Tauftag gewesen. Man weiß nicht genau, wann er geboren ist. Da werde ich jetzt auch noch darauf eingehen. Ein bisschen. Ja. Und vor allen Dingen werde ich mir seine neuen Symphonien vornehmen. Ah, ja, alle neu. Ja. Stell dir das mal vor. Das ist toll. Gut, dass ich dann ein anderes Stück habe, nämlich keine Symphonie, sondern das berühmteste Klavierstück überhaupt. Für Luise. Richtig. Na, ist das nicht toll? Gut. Dann zeigen wir ihn nochmal. Da ist er. Guck mal, was der für ein Gesicht macht. Das ist ja richtig. 9 erhabene Momente. Das passt jetzt wunderbar. Dies neue Jahr war noch nicht dran. Christ war noch nicht erkoren. Da fing es schon an mit Ludwig van. Wann war der bloß geboren? Den Tauftag weiß man irgendwie. Denn das war Ludwigs Auftakt. Er schrieb die erste Symphonie direkt nach diesem Taufakt. Na klar, er war ja ein Genie. Er war halt der Entrückte, der seine zweite Symphonie stramm in die Windeln drückte. Er war 4 Jahre ungefähr. Da schöpfte der Besternte die dritte, als gerade er aufs Töpfchen gehen lernte. Schlagartig kam ihm Nummer 4. Die fand der reich gloriolte, als Lehrer Neefe am Klavier ihm mal den Arsch versohlte. Die 5. brachte der Rubin als Vater voll
im Suff war. Die sechste kam ihm, als in Wien mit Heiden er im Puff war. Was er da Pastorales sah, das hat die Zeit verschliffen. Vielleicht fand er Erotika denn doch zu abgegriffen. Doch lustvoll trieb die siebte ihn. Da war er mit Giulietta und seiner Schwester Josephine zu dritt im Bett, was nett war. Die achte nun da war, ich glaub, doch kann ich's nicht beschwören, er schon total entrückt und taub. Das merkt man auch beim Hören. Doch sagt's die neunte nochmal fett, solch pralles Schöpferleben von Windelkack bis Doppelbett ist nur Genies gegeben. Eins zeigt uns die Geschichte auch, gottähnliche Talente bedürfen für den Schöpfungshauch erhabener Momente. So, und jetzt? Erhabene Momente hatten wir jetzt genug. Ja. Jetzt vielleicht was ganz Profanes. Ja, Lieder. Schubert. Lieder, genau. Schubert, ein Lied, das er für Klavier geschrieben hat, nämlich eine ungarische Melodie, die er anscheinend in der Sommerfrische einem ungarischen Küchenmädchen abgelauscht hat. Oh, wie schön. Ja, das ist gar nicht so
deftig ungarisch, sondern ein bisschen melancholisch, aber ein wunderschönes Stück auf einem wunderschönen Flügel aus der Schubert-Zeit. Also Schubert at his best. Jetzt also der Liedermacher Schubert. Franz Schubert ist bekannt als Liedermacher und auch noch heute ein richtig großer Kracher. Ja, dieser Schubert ist ganz zweifelsfrei fast so berühmt wie unser Reinhard May. Und für den Franz wie für den Reinhard gilt, ein Lied von ihnen immermals ein Bild uns von Ereignissen, die uns erregten,
von den Gefühlen, die sie da bewegten. Für May war das ein Überwolkenflug. Für Schubert war es jener Wasserkrug, der, als er gerade fröhlich aus ihm trank, ihm aus der Hand glitt und im Brunnenschacht versank. Welch Schreck und Trauer fuhr ihm ins Gebein. Spontan fiel ihm das Schillers Taucher ein. Wie sehr ihn Kummer und Erregung packten, malt er uns hier schon in den ersten Takten. Und als er mal ganz schläfrig wurde am Klavier, da schaffte grad er noch von uns dies Schlaflied hier. Wie müde muss der Franz gewesen sein, und wie ich sehe, schlaft ihr auch schon ein. Doch aufgewacht, hier ist die Episode, als Franz in einer Sturmnacht fast zu Tode erschrak, weil vom Orkan ganz wild bewegt ein Zweig der Erle vor dem Haus ans Fenster schlägt. Jäh springt er aus dem Bette nachts um vier und hämmert sein Erschrecken ins Klavier. König hatte diese Melodie ihm eingepeitscht in seine Fantasie. Doch weiter. Ja, ich sage es hier ganz offen, Franz Schubert war durchaus auch mal besoffen. Als er mit seinem Freund, heut wird man sagen, Mann, schwer einen pichelte, saß er am Flügel dran. Selbst seine Finger waren so granatenvoll, dass dieses Trinklied aus den Tasten quoll. Sternhagelblau muss er gewesen sein, drum ist dies Lied nur kurz. Dann schlief er ein. Ein letztes Beispiel habe ich noch für euch, und es ist spannend und erkenntnisreich. Der junge Schubert sah mal aus dem Fenster raus, da stand auf einer Weide dicht am Haus ein Pferd. So schön, so würdevoll, so stark und rot, ein rotes Pferd, wie bei Franz Marc. Gleich sprang er ans Klavier und schon erscholl dies Liebeslied. Hört selbst, wie wundervoll. Sah ein Knab ein Rösslein stehen, Rösslein auf der Weide, war so stark, so stolz, so schön. Doch halt! Kaum ist ihm der Beginn verklungen, kaum hat er voller Inbrunst ihn gesungen, da sprang's ihn an, trieb ihn in tiefe Nöte, so ähnlich war ja auch der Text von Goethe. Und er verehrte Goethe andachtsvoll. Drum brachte er dies Lied zu Ende, allerdings in Moll, mit Goethes Röslein. Doch das fiel ihm schwer, weil das sein erster eigener Text gewesen wäre, der mit der Weide und dem stolzen Pferd. Ja, Schuberts Lieder sind zwar immer noch begehrt, doch wegen dieser Textstibitzerei ist er nicht ganz so toll wie unser Reinhard May. Thank you.
Das war von Felix Mendelssohn. Auch noch Bartholdy heißt er. Der war in jungen Jahren schon ein Tramp, ein Vielgereister. Ja, Felix reiste nicht zu knapp. Er hing in jedem Falle mehr auf der britischen Insel ab als unser eins auf Malle. Kam bis zu den Hebriden hin, im Sturm, und ich kann schwören mit Brechern, denn die kann man in der Ouvertüre hören. Nummer 2 hat jede Menge Power, fuhr Felix U-Bahn nur mal so vom King's Cross bis zum Tower. Zum Beginn hört man's gleich richtig wirbeln. Der Start kam Felix in den Sinn, klar, beim Spaghetti-Zwirbeln. In Leipzig, wo sehr früh man ihn begrub, nachdem er krank wurde. Zu Lebzeit wusste er nie gleich, wo richtig er daheim war. Und was weiß das einer hier von euch? Wo war er auch? In Weimar. Klar, hat den Goethe da besucht. Und das schon mit 12 Jahren. Der Alte hatte ihn gebucht, warum sollt ihr erfahren? Musik, für Goethe war es ein Muss. Doch musikalisch, Leute, war der eine richtig taube Nuss. Obgleich sich jeder scheute, das laut zu sagen. Irgendwie war Felix dem Beseelten ein wunderschönes Alibi für Künste, die ihm fehlten. Ganz wichtig ist in jedem Fall, dass Felix was vertont hat von Goethe. Hier, die Nachtigall. Weiß nicht, ob sich's gelohnt hat. Die Nachtigall, sie war entfernt, der Frühling lockt sie wieder. Was Neues hat sie nicht gelernt, singt alte Liebe wieder. Thank you.
Klaus ganz eng befreundet mit Mendelssohn war ja Robert Schumann. Richtig. Und auch Clara natürlich. Clara, ja. Und Mendelssohn war ein Gentleman. Heute würde man sagen, der fährt Rolls-Royce. Der kam ja aus sehr reichem Hause. Ja. Fährt mit dem Rolls-Royce vor dem Konzertsaal vor, mit Frack und so. Und da ging Schumann immer etwas... War der nicht so ein bisschen auch spöttisch? War der nicht, ja. Hat der nicht so ein bisschen, ja, so, ich würde es sagen, überirdische und außerirdische geglaubt? Ja, das sowieso. Und er war wahnsinnig schüchtern, ja. Und hat sich immer auch hinter seiner Frau versteckt und dann aber trotzdem ein bisschen eifersüchtig, wenn sie als Künstlerin hoch, also das war eine etwas schwierige Figur. Schwierig. Und das ist genau auch mein Thema. Siehst du, es gibt ganz schöne Musik nachher von Schumann, aber ich glaube, du erwähnst auch andere Stücke. Also mal sehen, das wird, glaube ich, gut ineinander gehen, Musik und dein Text. Wunderbar. Ja, und das ist er, Robert Schumann. Ein schöner Mensch, finde ich. Aber wie gesagt, ein ganz klein bisschen verunsichert, ließ sich gerne irgendwie etwas erzählen. Und ja, deshalb habe ich eine Figur von Goethe genommen, beziehungsweise ein Gedicht von Goethe genommen, das ich umgestaltet habe, nämlich den Erlkönig. Den Einflüsterer Erlkönig. Den Anfang nochmal bitte vom Erlkönig, vom Original Erlkönig, damit ihr seht, was für Figuren da vorkommen. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht, den Erlenkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist der Nebelstreif. Willst, schöner Knabe. So, man weiß jetzt die, kennt jetzt die vier Figuren. Es ist der Erzähler, es ist der Vater, es ist der Sohn und es ist der Flüsterer, der Erlkönig. Diese vier Figuren kommen jetzt hier auch vor. Wer sitzt noch so spät am Klavier, wie zerknittert? Das ist Robert Schumann und seht, wie er zittert. Sehr verwunderlich, denn im Haus ist es warm. Seine Clara nimmt ihn besorgt in den Arm. Ach, Robby, was birgst du so bang dein Gesicht? Hörst, Clara, du die Stimme denn nicht? Eine Stimme, mein schnucklicher Komponist. Genau, eine Stimme, und zwar die von Franz Liszt. Du lieber Robert, hast du irgendwann ganz viel Schmalzbrot gegessen? So hören sie sich an, deine drei Romanzen, Opus 28. Und das Schmalz, lieber Freund, war sicher schon ranzig. Ach, Clara, meine schönen Romanzen sind Mist. Das flüstert mir gerade der geniale Franz Liszt. Mein armer Robby, ich sage dir, das war nur der Holzwurm im Hammerklavier. Lass, Robert, das Komponieren sein, die Gesänge der Früh, die schläfern mich ein. Deine Nachtstücke sind viel zu hart und zu spitzig, und die Humoreske, was ist daran witzig? Clara, ich glaube, ich höre Polyphon. Jetzt ist es die Stimme von Mendelssohn. Robby, mein Robby, lass doch das Gewimmer. Das sind unsere Kinder im Nebenzimmer. Du lieber Robert, deine Fugen recht schwer, so wie deine Hände, die wollen nicht mehr. Hast du dran gedacht, was man sonst noch so macht? Ich hab 20 Kinder und du hast nur 8. Du liebe Clara, das war Johnny Bach. Ist ihm etwa deine Toccata zu schwach?
Nein, nein, liebste Clara, der Bach war ganz nett. Aber sag mal, mein Liebling, wann gehen wir ins Bett? Heute gar nicht, mein Schatz. Es tut mir zwar weh, doch die Kutsche wartet, ich gehe auf Tournee. Dem Robert grauset's. Und aus tiefer Not ruft er, Clara, mach bitte noch Abendbrot. In der Beziehung zwischen Clara und Robert hast du ja wunderbar am Schluss die Szene, da hat es ja noch jemand. Ein bisschen geknackt, ja. Weil da kam ja noch einer, ich will nicht sagen dazwischen, aber es war ein anderer da, nämlich Brahms. Der junge Brahms. Der junge Brahms, ja, und das war ja doch, also weißt du. Ich meine, wir müssen ja beim Brahms sagen, so kennt man ihn. So kennt man ihn. Aber jung, der war wirklich ein junger, schöner Jüngling. Mit blonden Locken. Wunderschön, ja. Dass Clara sich in den verliebt hat, kann ich mir denken. Nachher, als er den Bart hatte, das werden wir gleich sehen, nicht mehr ganz jung. Ne? Ja. Also Brahms, Klavierkomponist natürlich auch, ganz toll. Sehr intime Sachen manchmal, aber auch sehr kraftvoll. Ja. Wir haben nachher ein Stück, wo beides kommt, eine späte Fantasie. Ganz aus dem Bart-Zeitalter. Mhm. Und wir haben vorher noch irgendwie so ganz komische. Wir haben noch ein paar ganz schöne, komische Sachen. Typische Brahms-Sachen, würde ich mal sagen. Schön.
Also wie gesagt, bei mir geht es um den Bart. In erster Linie, weißt du übrigens warum, der sie hat Bart stehen lassen, das erzähle ich gleich hier. Ja, das ist gut. Das erzähle ich gleich. Das ist hier, gut. Sehr gut. Also jetzt dann der Bärtige. Johannes war ein Mann so schön, mit herrlich blonden Locken. Als Clara Schumann ihn gesehen, war sie voll von den Socken. Da komponierte er noch wild, fast ohne nachzudenken. Doch Clara wusste sanft und mild in Bahnen ihn zu lenken. Doch halt, die erste Symphonie klang wie Beethovens Zehnte. So brav in Stil und Harmonie, dass manch Kollege gähnte. Und Wagner motzt auf Wagner-Art, selbstherrlich wie sonst keiner. Was du da machst, hat so ein Bart wie Palestrina seiner. Und Brahms, der konterte knallhart den arroganten Sachsen. Na klar, du Depp, dann eben Bart. Und ließ sich allen wachsen. Sah nicht so schick wie Verdis aus, wie Dvorak's flott gezwirbelt, kein Schnäuzer wie bei Grieg und Strauß kunstvoll emporgezwirbelt. Nein, Brahms' Vollbart, gräulich braun, hing struppig bis zur Brust ihm. War er auch scheußlich anzuschauen, half er bei manchem Frust ihm. Einst kam die Clara Schumann nicht, da schrieb ihr der Betrübte: Der Mond verhüllt sein Angesicht, genau wie ich, Geliebte. Kam Clara, trieb sie gleich ihm aus, jedwede Flausen. Kein Kuss in dieses Kinngesträuch, dafür kannst du's ja zausen. Na, und das tat der Brahms denn auch in vielen Lebenslagen. Er hatte häufig Wut im Bauch. Und der, wie soll ich sagen, sein Bauch, der schwoll auf XXL, bis ihn kein Bart mehr deckte. Denn Essen war Brahms Freudenquell. Man sah, dass es ihm schmeckte. Man sah es so, dass Wagner sich mutierte und verfroren. Der Verdi hat als Vorbild dich für'n Falstaff sich erkoren. Und dann dein Kopf und Bart gestrüppt, ist schrecklich anzusehen. Du könntest auf den Gammeltrip glaubhaft als Hippie gehen. Brahms schrie: Ein Hippie? Warum nicht? Dann will ich mal probieren, ab jetzt so wild und struppelicht mein Zeug zu komponieren. Ich pfeif auf jede Konvention. Und weil ich euch zu fett bin, hau ich jetzt als Versuchsversion ein fettes Streichquartett hin. Nein, besser eine Rhapsodie, so einen dicken, krausen Batzen. Und dann probiere ich irgendwie das wilde Teil zu jatzen. Johannes machte halt sein Krams, war eben Brahms. Thank you.
So. Mensch, also die Zeit vergeht wie im Flug, wie im Flug, ja. Jetzt sind wir fast durch. Ja. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Wir haben eben von Brahms ja schon eine Fotografie gesehen. Ne? Genau. Wir sind also im Zeichen der Fotografie. Und der kommt jetzt. Debussy. Wunderbarer Komponist, ganz anders im Klang als Brahms. Aber schon ein bisschen der modernen Musik zugeneigt, ja. Das kann man sagen. Ne? Wusstest du, dass Debussy eigentlich mal Wagnerianer war? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Er ist nach Bayreuth gepilgert und dann wieder zurückgefahren und hat gesagt, nee, wir müssen unsere französische Musik für uns selbst machen. Ja, und das hat er auch gemacht. Und zwar wunderbar. Und das Stück, das du nachher spielst, ist eines meiner Lieblingsstücke. Das ist natürlich jetzt ein bisschen von Amerika wieder beeinflusst. Ja, 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 ja. Also ja, er war auch schon ein Lüstling in vielerlei Hinsicht, kommt ja irgendwie... Das kommt bei mir also ganz stark vor, ja, ja. Das heißt ja auch der schöne Claude Debussy. Der so schön. Heißt mein Gedicht. Gut, also der schöne. Ja, der schöne Claude Debussy. Der Claude... Der hätte völlig unbemerkt und still als Pförtner leben können, mit einer kleinen Rente. Doch schon als Jüngling traf er auf Madame Fleurville und die sah seine musikalischen Talente. Das heißt, sie sah zunächst in diesem jungen Mann den schönen, hochbegabten Tastenvirtuosen. Doch dieser ach so fromme Wunsch ging irgendwann, ich sage es mal ganz schlicht, voll in die Hosen. Vielleicht war ja sein Anschlag lahm und zu verzagt. Vielleicht griff er dabei auch viel zu oft daneben. Wenn das so ist, hat sich da unser Claude gesagt, na bitteschön, dann komponiere ich eben. Als Komponist habe ich auch beide Hände frei und kann mit ihnen mir diverse Damen schnappen. Ob es nun Gabi, Emma oder Lilly sei und ob sich die Affären häufig überlappen, nur habe ich leider dabei immer ein Problem. Keine der Damen hat so richtig Kies im Rücken. Ich würde ja gerne mir eine reiche Tussi nehmen, doch kann in diesem Leben ja nicht alles glücken. Auch mit Kokain im Blut. Als Komponist muss ich ja auch nicht auf die Bühne. Für diese Arabeske eben war ein Rausch sehr gut. 4 Gläser Rotwein brauchte ich für Claire La Lune. Ja, Debussy, der hat sich meistens arrangiert und ist dabei auch oft nicht schlecht gefahren. Hat komponiert und komponiert und komponiert. Das hat schon was gebracht in 56 Jahren. Ich mache es kurz mit der Moral von der Geschichte. So ein Klaviergefühl kann man kaum antrainieren. Und triffst am Flügel nur die richtigen Tasten nicht, kannst du ja immer noch erfolgreich komponieren. Nun dreh ich die Moral mal um, für jetzt und hier, und will das für uns alle einmal so ausdrücken. Weil Gerrit hier so virtuos ist am Klavier, muss er nicht komponieren und kann uns beglücken. Thank you.
Ja, wir sind Ihnen noch was schuldig. Sie klatschen nur virtuell. Ja, man hört trotzdem ab und zu so einen Daumen oder so. Ja, trotzdem. Also wie gesagt, wir sind Ihnen noch was schuldig. Und zwar sind wir Ihnen das Original Schubert-Lied ja noch schuldig. Ich meine, der hat ja dieses Lied auf das Rösslein geschrieben. Und das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Das machen wir, damit wir am Schluss noch etwas zusammen haben. Schubert. Sah ein Knab ein Rösslein stehen, Rösslein auf der Weide, war so stark, so stolz, so schön, ging er gleich es nahe zu sehen, saß mit großen Freuden. Rösslein, Rösslein, Rösslein rot, Rösslein auf der Weide. Knabe sprach, ich wag es nicht, Rösslein auf der Weide. Rösslein sprach, ich trage dich, dass du ewig denkst an mich, denn ich kann nicht leiden. Rösslein, Rösslein, Rösslein rot, Rösslein auf der Weide. Und der schöne Knabe ritt das Rösslein auf der Weide. Rösslein aber ging nur Schritt, dass der Knabe ja nicht litt. Da hat's mich mit großen Freuden. Rösslein, Rösslein, Rösslein rot, Rösslein auf der Weide.